So, willkommen zurück zu Let's Play Hearthstone. Wir spielen diesmal gegen den Priester. Und ich hoffe, der hält sich nicht so hoch. Weil Priester, die halten sich gerne mal hoch. Und heilen dann nur Diener und so weiter. Das Licht wird den Sieg bringen. Eure Zeit ist gekommen. Ja, und ich würde mal sagen, mit diesen Karten starten wir einfach mal. Auch wenn es zwei hohe Karten sind, die wir jetzt bekommen haben. Hat jemand den Arzt gerufen? Und er fängt schon mal sehr gut an, aber ich mache lieber mal ein Totem. Das mir zum Glück noch Sport gibt. Ja, dass der nicht so lange anhält, hätte ich mir auch denken können. Aber ein Versuch war es wert. Er hat auf jeden Fall wieder eine Karte verspielen müssen. Das war auf jeden Fall sehr gut. Trotzdem kann ich jetzt wieder bloß mein Totem bauen. Das mir zum Glück wieder Sport gibt. Aber er zum Glück nicht mehr angreifen kann, oder? Ja, sehr schön. Und aus diesem Grund muss ich jetzt einmal... Tja, ich könnte jetzt einen Froggen. Oder einen weghauen. Da ist mir es weghauen eigentlich lieber. Segen der. Dann mache ich lieber diese kaputt. Dann müsste er wieder runterkommen, oder? Nein, er kommt natürlich nicht runter. Mist! Greift jetzt mit drei Schaden an. Ist jemand verletzt? So. Aber ich denke, das ist jetzt noch mein Glück, da ich zwar sehr viele Karten habe und er bloß noch zwei auf der Hand. Das könnte jetzt mein Glück sein. So, fertig. Habe leider nur Spott machen können. Aber er muss erstmal meine Spottkarte wegbekommen. Für die braucht er alle seine Karten. Super. Super, super, super. So, kann ich diesen gleich weghauen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Deswegen mache ich einmal diese Spottkarte. Zwei Kristalle habe ich leider nicht mehr. Deswegen greife ich einmal diesen Priester an. Da haben wir schon mal einen Schaden gemacht. Gefällt mir wieder nicht, dieser Hiti. Gefällt mir nicht. Und diese Karte gefällt mir auch ganz und gar nicht. Die er da immer rausspielt. Schattenwort Schmerz. Finde ich einfach nicht gut. So, diesen Froggen wir jetzt erstmal. Damit wir diesen wegbekommen. Und wir können eigentlich bloß noch einen Totem stellen. Ja, fertig. Kommen wir natürlich wieder drei Schaden. Oh, ich hätte mir den Frosch aufheben sollen. Eieieiei. Okay, wir haben jetzt einmal eine Spottkarte. Denke ich mal, es ist ganz wichtig. Und wir können noch ein. Tja. Ein Totem stellen, ja. Und zusätzlich noch
mach mal lieber hier. Schaden. Oh. Okay, hier kommt er wieder durch die Mauer. Sehr schön. Sehr gut. Das war jetzt wichtig. Das war jetzt sehr, sehr wichtig. Er kann zum Glück nicht mehr angreifen. Und deswegen machen wir... Wir machen... den Oger... und einen Totem. Fertig. Oh. Ich habe überhaupt keine Sportkarte. Fällt mir gerade so auf. Da wird's aber mal Zeit. Deswegen machen wir diesen zu einer Sportkarte. Und jetzt ist die Frage. Nee, ich mache jetzt hier meinen Yeti. Hier noch meinen Schlachtzugsleiter und noch mein und ein Totem. Ja. Fertig. So. Ich würde mal sagen, der geht noch drauf, genau. Aber wir können auf jeden Fall wieder Spott machen. Dann machen wir diese Karte noch stärker. Und er darf zweimal angreifen. Dann machen wir. Genau, hier können wir auch machen, ja. So. Haben wir hier freie Bahn. Ein Totem. Ja, und so, liebe Leute, dreht man ein Spiel. Egal, ob jetzt noch eine Karte mit Spott kommt, egal, ob er sich wieder hochheilt. Wir müssen jetzt da durch. Hier haben wir auf jeden Fall 5 Schaden. Ich übernehme das. Muss ich ja eigentlich nicht opfern. Darf auf jeden Fall auch zweimal angreifen. Weil der auch sehr hoch. Ah, Moment. Noch ein Totem. Und dann greifen wir hier zweimal an. Hier zweimal. Ah, und dann haben wir es ja eigentlich sowieso schon wieder. Bäm. Super. Echt super. Da bekomme ich Erfahrungen. Wahrscheinlich wieder Level Up. Jetzt müssen wir eigentlich schon Level 8 sein, oder? Nee, knapp. Knapp. Egal, das war's wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.